Der Philosoph und Kulturkritiker Theodor Adorno schrieb: Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung. Sie geht so sehr jeglicher anderen voran, dass ich weder glaube, sie begründen zu müssen, noch zu sollen. Ich kann nicht verstehen, dass man mit ihr bis heute so wenig sich abgegeben hat. Adorno schrieb sein berühmtes Essay »Erziehung nach Auschwitz« im Jahr 1966. Er äußerte seine Kritik in einer Zeit, in der das tödliche Schweigen in Deutschland über die eigene faschistische Vergangenheit tief im Bewusstsein der Bevölkerung, in den Bildungsinstitutionen und in den Kirchen verwurzelt war. In den späten 70er Jahren hat sich diese Einstellung grundlegend verändert. Adornos Essay wurde eine Art Manifesto und rief ein Verantwortungsgefühl bei vielen Akademikerinnen, Erziehern, Therapeutinnen, Pastoren, Politikerinnen und Künstlern hervor, die versuchten, ihrer Arbeit einen Sinn zu geben, beziehungsweise vielleicht noch fundamentaler, ihrem Leben nach der unvorstellbaren Gewalt nach Auschwitz einen Sinn zu geben. Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung. Im 21. Jahrhundert führte die Herausforderung Adornos zu neuen Ausdrucksformen. Seit Adorno sein Essay schrieb, hat sich die Erinnerungsthematik durch eine Vielzahl von Faktoren verändert, mit denen sich Theologinnen und Religionspädagogen auseinandersetzen müssen. Im internationalen Gespräch sollte diskutiert werden, ob die von mir im Folgenden entwickelten Fragestellungen ebenso für andere Konstellationen bedeutsam sind oder ob sie grundlegend anders formuliert werden müssen, da die Kontexte der Erinnerungsarbeit derart verschieden sind. Als Beispiele können genannt werden die Erinnerung an die Sklaverei vor dem Hintergrund des andauernden strukturellen Rassismus in den USA, die Erinnerung an die sogenannten Verschwundenen in Ländern wie Argentinien oder Chile. Die früheren Regierungen dieser Länder haben Menschen zu Sündenböcken und Staatsfeinden gemacht, sie gewaltsam verfolgt, gefoltert und ermordet. Die Erinnerung an den Genozid in Ruanda 1994, in dem durch systematische Vorbereitung eine unglaubliche Explosion der Gewalt geschah. Hunderttausende Tutsi wurden getötet und in der darauffolgenden Welle der Wut ebenso tausende Hutus. And in the second wave of raging killing, thousands of Hutus as well. Und letztlich ist auch die Erinnerung an die Apartheid in Südafrika ein signifikantes Beispiel. Die genannten Ereignisse stammen aus spezifischen historischen Kontexten und müssen in ihrer Unterschiedlichkeit wahrgenommen werden. Dennoch scheint mir, dass auch solch radikal verschiedene Situationen gemeinsame Fragen aufwerfen. Die folgenden Überlegungen skizzieren den gemeinsamen Problemhorizont, der in der Debatte über Erinnerungskulturen in der Religionspädagogik bedeutsam ist. In the context of religious education.
Ich beginne mit drei theoretischen Zugängen zur Erinnerungsthematik. Ich schlage vor, die Thematik jenseits der Alternative eines essentialistischen versus eines präsentischen Verständnisses zu situieren. Ein essentialistisches Verständnis versteht Erinnerungen und Bilder aus der Geschichte als direkte und den Erinnernden verfügbare Repräsentationen der Vergangenheit. Erinnerung wird somit als eine Art materialisierbares Objekt verstanden. Der essentialistische Ansatz arbeitet mit folgenden Annahmen. Kollektive Erinnerung wird als eine homogene Einheit verstanden, die einen Konsens und ein Gefühl der Zugehörigkeit produziert. Sie gründet sich in einer mimetischen Unmittelbarkeit. Das bedeutet, dass kollektive Erinnerung auf die eine oder andere Weise eine in sich abgeschlossene Vergangenheit darstellt oder spiegelt, statt bereits vom ersten Moment an selbst in der Darstellung verkörpert zu sein. Kollektives Erinnern wird mit konkret fassbaren Objekten identifiziert, die sich in ästhetischen Produktionen wie zum Beispiel in Denkmälern, Musik, Poesie oder heiligen Texten materialisieren. Im Gegensatz zum essentialistischen Verständnis begreift der präsentische Ansatz Erinnerungen vorrangig als Konstruktionen, die bestimmte Zwecke in der Gegenwart erfüllen. Individuelle ebenso wie kollektive Erinnerung werden dabei als ein hochgradig subjektives Geschehen identifiziert, durch das vorrangig die Gegenwart interpretiert wird. Durch diese subjektivistische und funktionalistische Sicht werden Erinnerungsvorgänge vorrangig zu einem Mittel, differierende Interessen verschiedener Gruppen und Individuen zu steuern. Ich möchte eine Alternative für die Erforschung kollektiver Erinnerung anbieten. Dabei beziehe ich mich auf den Vorschlag des Soziologen Jeffrey K. Olick, der für diese Analyse kollektiver Erinnerungsprozesse einen prozessorientierten Ansatz vorschlägt. Kollektive Erinnerung wird in seiner Theorie als ein interaktives Phänomen betrachtet, in welchem die Verbindungen zwischen Gegenwart und Vergangenheit stets neu ausgehandelt werden müssen. Kollektive Erinnerung wird so als ein Feld verstanden, das sich in einem steten Fluss befindet. Innerhalb dieses Feldes bewegen sich sowohl offizielle als auch volkstümliche Erinnerungen. Es kann dazu kommen, dass in diesem Feld verschiedene Narrative einer gewaltvollen Vergangenheit aufeinandertreffen, die durch die öffentlichen Medien und die Interventionen bestimmter Interessenvertreter sowie durch die Erzählungen der Gemeinschaft geformt werden. Das Feld der kollektiven Erinnerung befindet sich auch aufgrund der beständigen Weitergabe der Erzählungen von einer Generation zur nächsten in ständiger Veränderung. Was bedeutet es für Studierende, die in den 90er Jahren geboren wurden, der Apartheid oder der Berliner Mauer zu gedenken? In Bezug auf die unterschiedlichen Erinnerungsnarrative der Generationen scheint es notwendig zu sein, die impliziten und expliziten Curricula, die sich mit der gewaltvollen Geschichte beschäftigen, zu untersuchen. Auf der einen Seite gilt es, die Bildungsprogramme zu analysieren, die dazu beitragen, ein Gespür für eine kollektive Identität und Verantwortung für die Geschichte zu entwickeln. Auf der anderen Seite ist es wichtig, die negativen Reaktionen gegenüber pädagogischen Bemühungen zu verstehen. Zum Beispiel, wenn Studierende mit Aversion reagieren, da sie das Gefühl haben, völlig übersättigt mit der Vergangenheit zu sein und ein apathisches Desinteresse entsteht. And when apathetic disinterest arises. Kollektive Erinnerung als ein fluides Feld zu verstehen, berücksichtigt zudem auch die dem Thema innenwohnende Multiperspektivität. Je nachdem, von wo man schaut, verändern sich die aufkommenden Bilder. Die Bedeutung solcher Multiperspektivität zeigt sich eindrucksvoll in einer Skulptur des Künstlers Marco Cianfanelli. Die Skulptur befindet sich ca. 5 Kilometer außerhalb der Stadt Howick,
In KwaZulu-Natal, an exakt dem Ort, an dem Nelson Mandela am 5. August 1962 gefangen genommen wurde. Dieser Ort markiert den Anfang seiner 27-jährigen Gefangenschaft. This spot marks the beginning of his detainment, which lasted for 27 years. Der südafrikanische Theologe Johann Silius interpretiert die Skulptur folgendermaßen. Die beeindruckende Skulptur besteht aus 50 zwischen 8 und 10 Meter hohen stählernen Stelen, deren Anordnung zunächst nichts anderes zu zeigen scheint als Bruchstücke, gebrochene Stäbe, die aus der Erde herausragen. Diese Stäbe symbolisieren die Fragmentiertheit der südafrikanischen Gesellschaft. Sie zeigen nach oben, wie Seufzer, die gen Himmel streben. Pointing upwards, like sighs soaring up to heaven. Die gebrochenen Stelen verweisen aber auch auf Isolation und Gefangenschaft, mithin auf die eisernen Stäbe der Gefängniszelle, in der Nelson Mandela 27 Jahre seines Lebens verbrachte. Doch der erste Eindruck ist offensichtlich nicht der letzte. In einer bemerkenswerten Leistung ästhetischer Neuorientierung hat der Künstler ein Werk geschaffen, das zum Leben erwacht, wenn es aus einer ganz spezifischen Perspektive wahrgenommen wird. Wenn das Kunstwerk vom hinführenden Fußweg aus betrachtet wird, und zwar aus 35 Meter Entfernung, ergänzen sich die lasergeschnittenen Stäbe und erzeugen die Illusion eines perfekt zweidimensionalen Bildes. Dann ergeben die vielen Fragmente das Bild eines Ganzen. Die Scherben formen ein Gesicht, das von Nelson Mandela. Bildung, die Erkundungen in eine gewaltsame Geschichte anregen möchte, sollte für Lernende Wege öffnen, um eine derartige Multiperspektivität der Wahrnehmung in der Art und Weise des Erinnerns zu entdecken. Ich komme zu meinem zweiten Punkt, der auf einen gemeinsamen Problemhorizont verweist. Das Feld der kollektiven Erinnerung ist besonders in den Nachwirkungen von Genoziden und staatlich ausgeübter Gewalt ein umstrittenes Terrain. Häufig kommen intensive Konflikte auf, wenn bestimmte Gruppen um den Vorrang einer bestimmten Interpretation der Geschehnisse ringen, insbesondere wenn es um Schuld und Strafe geht. Auf diese Weise wird die Vergangenheit zum Schlüssel, mit dem die Gegenwart interpretiert und die Zukunft gestaltet wird. Es muss Teil der pädagogischen Bemühungen sein, diese konfliktreichen Diskurse kritisch zu erkunden. Was sind die politischen Ansichten der Gegenwart, auf die die Rekonstruktion der gewaltsamen Vergangenheit einwirken? Wessen Stimmen sind marginalisiert oder werden nicht gehört? Welche Themen werden unterdrückt oder in den Vordergrund gestellt? Die Auseinandersetzung mit einer gewaltsamen Vergangenheit besteht nicht einfach in der Sammlung von Fakten. Vielmehr muss berücksichtigt werden, dass Erinnerung schmerzhaft sein kann, dass sie unzugänglich bleibt oder entstellt sein kann. Sich an gewaltsame Ereignisse zu erinnern, ist in keinem Fall stets ein Akt der Befreiung. Dies gilt insbesondere für Menschen, die auf die eine oder andere Weise in ein Geschehen involviert waren. Die Traumatheorie unterstreicht, dass Erinnern nicht einfach ein Repräsentationsakt ist,
Es handelt sich um ein Verstehen, das selbst von der Gewalt und der Traumatisierung des vergangenen Ereignisses terrorisiert und verfolgt wird. Es ist ein Wissen, das unvollständig bleibt. Oder wie Cathy Carruth es formuliert, Trauma dient nicht einfach als Aufnahme der Vergangenheit, sondern verweist auf die Macht einer Erfahrung, die unkontrollierbar bleibt. Trauma ist in diesem Sinn ein kontinuierliches Erwachen in Bezug auf ein Ereignis, das nicht völlig bewusst gemacht werden konnte und aufgrund dieser Unvollständigkeit ständig unterschwellig anwesend ist. Es bleibt eine andauernde Aufgabe in pädagogischen Prozessen, die Funktionsweisen kollektiver Traumatisierung in bestimmten sozialen Kontexten zu analysieren. Erneute Eruptionen von Gewalt, die Angst vor der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, sowie verzerrte Erinnerungen, die mit Traumatisierungen einhergehen kann, bedürfen besonderer Aufmerksamkeit. Zugleich können wir wahrnehmen, dass Traumatisierungen auch eine Quelle kultureller Kreativität sein können, die insbesondere in der Arbeit von Künstlerinnen und Künstlern thematisiert werden. Zum Beispiel die Herrschaft des Unaussprechlichen. Die Schatten, die das kollektive Bewusstsein heimsuchen. Die Leere, die nicht mehr gefüllt werden kann. Die Wunden, die nicht mehr geheilt werden können. Die Narben, die sichtbar bleiben werden. Die Bruchstücke, die Teil des Wiederaufbaus sind. Ich komme zu meinem vierten Punkt. Es ist sowohl in ästhetischer als auch in pädagogischer Hinsicht notwendig zu verstehen, dass Akte kollektiven Gedenkens stets eine performative Qualität haben. Daher ist es angemessen, Gedenkstätten nicht einfach als statische Objekte, sondern als lebendige, interaktive Sphären zu verstehen. Die Performance-Wissenschaftlerin Brigitte Sion stellt heraus, dass es in Gedenkstätten nicht nur um den Ort an sich geht, sondern ebenso darum, wie die Menschen sich an ihm verhalten. In dieser Interaktion entfalten Gedenkstätten erst ihre kognitive Dimension sowie ihre Kraft, Affekte zu formen. Gemäß der prozessorientierten Sichtweise müssen die Aktivitäten, denen sich Menschen an Gedenkstätten widmen, unbedingt erkundet werden. Wie interagieren sie mit den Objekten an der Gedenkstätte? Welche Formen leiblich vermittelter Aufmerksamkeit können wahrgenommen werden? Und welche kognitiven und affektiven Reaktionen werden hervorgerufen? Ermöglicht das Denkmal den Überlebenden von staatlich initiierter Gewalt einen Raum für die Trauer um die verstorbenen geliebten Menschen?
Handelt es sich um einen Friedhof, auf dem die Überreste oder die Asche der Verstorbenen aufbewahrt werden und zu einer rituellen Interaktion mit dem Tod als ein angemessenes Verhalten ermutigt wird? Ist das Denkmal ein offenes Kunstwerk, das freie Interpretationen der Betrachtenden hervorruft? Ist das Denkmal hauptsächlich ein Ort für Thanatourismus? Das heißt, ist es hauptsächlich für Touristen gestaltet, die Plätze erleben wollen, die den Kontakt mit dem Tod vermitteln, wie Konzentrationslager, Katakomben oder Friedhöfe, oder die einen bestimmten Teil der Geschichte kennenlernen wollen? Oder haben bestimmte Orte mehrere Zwecke? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Wir laden nun ein, mit uns nach Berlin zu reisen. Berlin ist für sich betrachtet bereits ein Denkmal, könnte man sagen. Die Hauptstadt Deutschlands ist ein interessanter Ort, da sich hier eine Vielzahl an Denkmälern findet. An verschiedenen Orten wurden Gedenkstätten erschaffen, die verschiedene interaktive Zugänge ermöglichen. Wir werden Ihnen ein paar Beispiele geben. Hier stehen wir innerhalb des offiziellen deutschen Denkmals, das an die Shoah erinnern soll. Auf einer 4,7 Hektar großen Fläche direkt vor dem Reichstagsgebäude stehen 2711 Stelen. Jede repräsentiert eine Seite des Talmud. Zugleich kann beim Betrachten auch der Eindruck von Särgen entstehen. Statt personalisierte Erinnerungen zu zeigen, soll hier die Gewalt der Massenermordungen dargestellt werden, die jedwede Singularität des Individuums ausradiert. Genau das Gegenteil findet sich allerdings im Informationszentrum, das direkt unter dem Denkmalgelände liegt, in welchem die einzelnen Lebensgeschichten und Orte präsentiert werden. Die Stelen sind gitterartig auf einem unebenen Boden angeordnet. Der Architekt Eisenmann wollte hiermit eine beklemmende und verwirrende Atmosphäre für die Besuchenden, die durch die Stelen laufen, erschaffen. Das ganze Monument erinnert an die bürokratische Ordnung der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik, jenseits menschlicher Vernunft und Empathie. Eisenmann weigerte sich, dem Denkmal eine pädagogische Rahmung zu verschaffen, die den Besuchenden weitere Hinweise geben würde. Dieses sehr offen gehaltene Konzept ist auch einer der Hauptkritikpunkte am Denkmal. So sieht man heute häufig Menschen auf den Stelen picknicken, ein Sonnenbad nehmen oder eine Zigarette rauchen. Manche gehen jedoch auch in Ehrfurcht oder in einer Art meditativer Stille hindurch. Der bei diesen Interaktionen der Besuchenden entstehende performative Raum kann für die Gäste, die einen Platz der respektvollen Erinnerung suchen, verstörend sein. Man wird an Hannah Arendts Überlegungen zur Banalität des Bösen erinnert. Sie beschreibt, wie die trivialsten Alltäglichkeiten stattfinden, während zugleich die schlimmsten Grausamkeiten geschehen. Manche Denkmäler, so wird von einigen Kritikern befürchtet, bergen die Gefahr, die Vergangenheit zu trivialisieren und zu domestizieren. Hier sehen Sie das von dem israelischen Künstler Micha Ullmann geschaffene Denkmal mit dem Namen Bibliothek. Das Denkmal befindet sich auf dem Bebelplatz im Zentrum Berlins, auf dem 1933 die Bücherverbrennungen der Nationalsozialisten begannen. Mithilfe nationalsozialistischer Studentenvereinigungen sowie zahlreicher Professoren der Humboldt-Universität wurden exakt an diesem Ort, an dem sich heute Ullmanns Denkmal befindet, ca. 20.000 Bücher verbrannt. Mit diesem drastischen Vorgehen begannen die Verbote der freien Rede und des freien Denkens in Deutschland.
Der Akt der Bücherverbrennung wurde zu einem politischen Geschehen, das den totalitären Staat materialisiert. Das Denkmal besteht aus einer durchsichtigen Platte, die in den Boden des Platzes eingelassen ist und durch die Fußgänger und Besuchende in einem 5 Kubikmeter großen Raum, der im Untergrund des Platzes errichtet wurde, hineinsehen können. Die weißen Wände sind mit Bücherregalen bedeckt, in die 20.000 Bücher passen würden. Die Regale sind leer, aber erleuchtet, wodurch sie als solche erkennbar sind. In eine bronzene Plakette ist ein Zitat Heinrich Heines aus dem Jahr 1820 graviert. Das war ein Vorspiel nur. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen. Das Denkmal wurde im Mai 1995 eingeweiht. Der Künstler sagt über sein Werk Folgendes: Es beginnt mit der Leere, die in jedem Schacht existiert und die nicht verschwinden wird. Man könnte sagen, dass Leere ein Stadium ist, ein Zustand, der von den Seiten des Schachts geformt wird. Je tiefer er ist, desto mehr Himmel wird dort sein und umso größer die Leere. In der Bibliothek, die die vermissten Bücher enthält, ist diese Leere noch greifbarer. Wir erwarten die Bücher, aber sie sind nicht dort. Um hier etwas zu verstehen, muss man nah herangehen und sich zum Boden beugen. Es ist bemerkenswert, wie verschiedene Künstler, die versuchen, mit der gewaltvollen Vergangenheit umzugehen, immer wieder zu einer Ästhetik des Abwesenden hingezogen werden. Wie sie die Leere, Abwesenheit und den Verlust, der im Akt der Erinnerung präsent wird, thematisieren. Lassen Sie uns ein weiteres Beispiel ansehen. Wir sind jetzt in einer Wohngegend in Berlin-Mitte, am Koppenplatz. In diesem Viertel lebte ursprünglich eine sehr lebendige jüdische Gemeinschaft. 1996 erschuf der Künstler Karl Biedermann hier eine Skulptur mit dem Namen »Der verlassene Raum«. Die Skulptur besteht aus einem Tisch und 2 passenden Stühlen. Die raue Bodenplatte hat eine parkettähnliche Struktur. Es könnte eine Esszimmerszene sein. Einer der Stühle ist umgefallen. Die Möbel sind etwas größer als gewöhnlich und dennoch erstaunlich realistisch. Erst wenn man nahe herangeht oder die Gegenstände anfasst, erkennt man, dass es sich um eine Bronzeskulptur handelt. Das Denkmal greift einen ganz bestimmten Moment auf, den Moment nach der Deportation. Wir können uns vorstellen, wie der Raum unter Zwang in Eile verlassen wurde. Ein Stuhl fiel um. Was zurückbleibt, ist der leere Raum. Wieder begegnet uns das Motiv der Leere. Das Kunstwerk zieht uns hinein und zeigt eine Spur des Verlustes, gibt aber keine weiteren Erläuterungen. Einen flüchtigen Moment lang lässt uns die Skulptur das Gefühl des Verlusts erfahren. Was bleibt, ist eine Lücke, die nicht gefüllt werden kann. Das Trauma, das mit der dargestellten Szene aufkommt, erscheint wie ein Traum. Es ist nicht möglich, dass der Raum noch einmal mit Menschen gefüllt wird. Niemand wird sich noch einmal um diesen Tisch versammeln. Ähnlich wie in Ullmanns Bibliothek materialisiert sich hier eine Ästhetik des Abwesenden. Auf dem Boden ist die Skulptur umrundend ein Gedicht von Nelly Sachs aus dem Jahr 1947 eingeschrieben. O, die Wohnungen des Todes, einladend hergerichtet, für den Wirt des Hauses, der sonst Gast war. O, ihr Finger, die Eingangsschwelle legend, wie ein Messer zwischen Leben und Tod. O, ihr Schornsteine, o, ihr Finger und Israels Leib im Rauch durch die Luft. Nun kommen wir an unserem letzten Ort, der Versöhnungskapelle in der Bernauer Straße an.
Die Versöhnungskapelle befindet sich an der Bernauer Straße in einem Viertel, das durch die Mauer bis 1989 getrennt war. Heute ist sie Teil eines größer angelegten Denkmalgeländes, auf dem noch einige Überreste der Berliner Mauer sichtbar sind. Dieser Ort bewahrt schmerzhafte Erinnerungen an die einst geteilte Stadt. Die Nachbarschaft und die Gemeinde wurden voneinander durch die Mauer getrennt, die gebaut wurde, wo einst Häuser gestanden haben. Es starben mindestens 5 Menschen an der Bernauer Straße während des Versuchs, in den Westen zu fliehen. Die Bilder von Menschen, die im verzweifelten Versuch, einige ihrer Besitztümer zu retten, ihre Möbel aus dem Fenster der Häuser in der Bernauer Straße warfen, sowie Bilder von Menschen, die aus den Fenstern in den Westen der Stadt sprangen, sind tief in das kulturelle Gedächtnis Deutschlands eingeschrieben. Es war der Tag, an dem die Berliner Mauer an diesem Ort errichtet wurde. Manche starben bei dem Versuch, noch in die Freiheit zu entkommen. Nachbarn, Freunde und Familien wurden durch die Mauer auseinandergerissen. Als die Mauer perfektioniert wurde, fand sich die Kirche auf dem Todesstreifen wieder. Sie lag nun in der verbotenen Zone, die niemand betreten durfte. Eine Zeit lang nutzten die Grenzbeamten den Kirchturm als Aussichtsturm, um die Grenze zu bewachen und Menschen daran zu hindern, von Ost- nach West-Berlin zu fliehen. Im Jahr 1985 geschah ein weiteres tragisches Ereignis. Die Versöhnungskirche wurde gesprengt, um die Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit an der Grenze nach West-Berlin zu erhöhen, so die offizielle Erklärung. Die Kirche war schon lange ein Dorn im Auge der DDR-Regierung gewesen, da sie zu einem Symbol der Trennung Deutschlands geworden war. Niemand hatte wirklich erwartet, dass die Mauer ein paar Jahre später, im Jahr 1989, fallen würde. Nach dem Mauerfall bemühte sich die Gemeinde der Versöhnungskirche darum, zu überlegen, wie die tragische Geschichte dieses Ortes angemessen erinnert werden könnte. Die Gemeinde wurde Teil der Initiative Gedenkstätte Berlin, die sich für ein Denkmal und ein Dokumentationszentrum stark machte, das die Geschichte dieses Ortes dokumentiert. Während dieser Zeit gab es große Streitigkeiten, ob es angemessen wäre, Teile der Mauer als Teile einer Gedenkstätte stehen zu lassen. Heutzutage steht die Versöhnungskapelle in der Mitte einer groß angelegten Gedenkanlage. Ich möchte Ihnen ein paar Details der Kapelle zeigen. Die Gemeinde entschied sich für Lehm als Grundmaterial der Kapelle. Lehm ist ein natürlicher, lebendiger Baustoff und daher aber auch leichter zu beschädigen. In der Fragilität des Baus klingt die Verletzbarkeit von Frieden und Versöhnung an. Lehm bedeutet auch Heilerde auf die Wunde des Ortes, an dem nichts versiegelt werden sollte. So symbolisiert die Lebendigkeit des Materials auch die Möglichkeit zur Verwandlung und Überwindung der tragischen Geschichte des Ortes. Beeindruckend am Material ist auch, dass der Lehm mit Bruchstücken der gesprengten Kirche, welche beim Wiederaufbau auf dem Gelände gefunden wurden, gemischt wurde. Die Fragmente der alten Kirche sind sichtbar und berührbar. Manche schimmern in wunderschönen Farben wie Türkis durch den warmen, golden-braunen Farbton des Lehms. In ihrer Verwundbarkeit und zugleich Lebendigkeit materialisieren die Wände, deren Wunden nicht verdeckt werden, die Erinnerung dieses Ortes. Lassen Sie uns einen Blick in das Kirchenschiff werfen. Hier findet sich das restaurierte, wenn auch deutlich beschädigte Retabel aus Eichenholz. Die Szene zeigt das letzte Abendmahl. Bewegend ist, dass der Kopf Jesu fehlt.
Auch das Gesicht des Lieblingsjüngers ist zerstört. Die Abendmahlszene, ebenso wie das Zusammenkommen der Gemeinde um den Altar, um Abendmahl zu feiern, verstecken die Gewaltspuren nicht, sondern machen sie sichtbar, während das Abendmahl als Fest der Auferstehung des Körpers gefeiert wird. Die Wunden dieses Ortes sind nicht verdeckt. Und dennoch hängt die Art und Weise, wie sie sichtbar gemacht werden, nicht an der gewaltsamen Vergangenheit, sondern macht Spuren der Hoffnung an diesem Ort erfahrbar. Der architektonische Raum ermöglicht der Gemeinde, auf neue Weise zusammenzukommen. Der dadurch geschaffene Raum verkörpert nicht christlichen Triumphalismus, sondern bekommt seine Stärke gerade durch seine Einfachheit und seine transitorische Energie. Der Platz ist offen für Besuchende, die herkommen, sich hinsetzen und versuchen zu verstehen, was es heißt, wenn Städte, Territorien, Landschaften, ethnische Gruppen, Gemeinden und Familien von Regierungen durch den Bau solcher Mauern getrennt werden. Die Kapelle ist offen für alle, die für Versöhnung in einer Welt beten, in der ähnliche Mauern weiterhin ständig erbaut werden. Unsere Tour durch Berlin kommt nun zu einem Ende. Wir hoffen, Ihnen manche Inspirationen mitgegeben zu haben. Wir haben das Werk zweier Künstler gesehen, die versuchen, sich dem komplizierten Unterfangen zu nähern, Gewalt auf eine Weise zu erinnern, die den Toten Respekt erweist. Wir waren in einer Gedenkstätte, die unsere Aufmerksamkeit auf historisch komplexe Zusammenhänge und die Vielzahl von Geschichten, die solch ein Platz beherbergen kann, gerichtet hat. Wir wurden mit einer Ästhetik des Abwesenden konfrontiert, die ein bedrängendes Gefühl und eine Unruhe zurücklässt. Wir haben Kunstwerke gesehen, die eine verstörende Unterbrechung produzieren. Viele dieser Kunstwerke enthalten zugleich Dimensionen, die den Blick auf die Zukunft richten, hin auf die Möglichkeit der Versöhnung. Das Ende. Thank you.